Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der JavaScript-Serie. Und in diesem Video machen wir mit unserer Videobibliothek weiter. Und zwar möchte ich heute dafür sorgen, dass wir dieses ganze HTML-Teil hier mit Hilfe von JavaScript nachbauen, sozusagen. Für alle, die es nicht gemacht haben, dazu solltet ihr die Episode schauen, in der ich erklärt habe, wie man im Browser solche HTML-Elemente halt modifizieren und erstellen kann. Das ist nämlich dafür ziemlich wichtig. Und wenn ihr das könnt, dann könnt ihr das auch schon direkt versuchen. Allerdings noch eine kleine Anforderung. Und zwar, wir sehen ja hier diese verschiedenen Attribute. Die gibt es einmal in diesem äußeren Object und einmal in diesem Param, einmal in dem Embed und das war's. Und die Voraussetzung oder die Anforderung ist jetzt, dass wir auf alle diese Attribute hier Zugriff bekommen. Also wir müssen Zugriff auf alle diese Attribute haben, egal von welchem Element die sind. Wenn ihr das hinbekommen habt, dann ist es gut. Und wenn ihr es irgendwie nicht hinbekommt, dann probiert einfach weiter. Und wenn ihr es überhaupt nicht hinkriegt, dann schaut einfach das Video weiter. Ansonsten jetzt pausieren und selber probieren. So, und dann machen wir das jetzt doch einfach mal hier auch. Ich mache mir da einfach mal eine Funktion. Die nenne ich beispielsweise createHTML. So. Das soll eine Funktion sein. Und hier mache ich jetzt Folgendes. Ich erstelle mir einen neuen Datentyp. Warum erstelle ich mir einen neuen Datentyp? Ganz einfach. Ich brauche ja, wie schon gesagt, Zugriff auf all diese Attribute und diesen Zugriff bekomme ich über diese Nodes hier oder über diese HTML-Elemente. Davon habe ich ja drei Stück. Einmal dieses Object, Param und Embed, und diese Elemente speichere ich in einem neuen Datentyp. Ich könnte hier natürlich auch einfach ein Objekt erzeugen mit einem Object Literal und das dann zurückgeben, aber das finde ich in diesem Fall jetzt nicht so sonderlich schön, denn so ein Datentyp hat ja den Vorteil, dass wir da einen Konstruktor für haben und dem Konstruktor können wir dann ja Argumente übergeben und das ist in diesem Fall jetzt hier diese URL zum Beispiel. So mache ich das jetzt und dann sehen wir direkt beim Erstellen von diesem Video, hey, das Video wird mit der und der URL geladen, das heißt, dieses Video unter der URL wird angezeigt. Später, wenn wir das dann wirklich einbinden können. So. Also ich mache mir hier jetzt diesen besagten Datentyp mit Function YouTube Video Node. Das beschreibt einfach dieses gesamte Teil hier. Und das erwartet als Parameter eine Video URL und dann bauen wir dieses hier jetzt doch einfach nach. Und zwar erstmal brauchen wir dieses Object. Das speichere ich mal unter sys.objectElement ist gleich document. Und dann createElement, weil wir wollen dieses Teil ja hier
in unserem JavaScript erzeugen und dann vom Typ Object, also das hier, die Attribute setze ich einfach mal noch nicht, das kommt alles später. Und dann sage ich hier noch dieses Param-Teil hier, erstellen wir sys.param Object ist gleich document.createElement vom Typ Param. Und hier können wir tatsächlich auch schon die Attribute setzen. Und zwar das Attribut Name auf Movie. Param Object.set. So, und dann den Namen, das ist ja Name, und der Wert, das ist Movie, und dann das gleiche noch für Value, so, Value, und das ist tatsächlich unsere Video-URL. So, damit haben wir das und dann kommt jetzt noch dieses Embed-Element, sys.embed-Element ist document.create-Element embed und dann hier auch wieder die Attribute, die wir schon kennen und zwar sind das einmal Source, das ist wieder die Video-URL, is.setAttribut, src, Video-URL als Wert und dann den Type und das ist das hier. Das können wir ja einfach hier kopieren. So, jetzt sind wir fast fertig. Und zwar müssen wir jetzt der Vollständigkeit halber, damit der Endnutzer das nicht machen muss, hier diese Unterelemente, die ja hier in diesem Object liegen, auch in das Object reinstecken. Also sys.object.objectElement.appendChild, sys.paramObject und das gleiche auch mit dem EmbedElement. So, und dann können wir das mit Hilfe von dieser Funktion auch erstellen. Also wir rufen diesen Konstruktor, den wir hier erstellt haben, in dieser Funktion auf. Return new YouTube Video Note. Und dann haben wir tatsächlich schon ein ganz kleines Problemchen. Und zwar, wir brauchen hier ja jetzt die Video-URL. Und dieses Problem können wir jetzt ganz einfach lösen, indem wir uns die einfach als Parameter übergeben. Und hier ebenfalls. So. Dann probiere ich das einfach mal aus, ob das tatsächlich auch funktioniert. Scheint kein Fehler zu kommen. Dann nehme ich zum Beispiel mal dieses Video hier, kopieren und dann kann ich die Seite auch wieder schließen und dann kann ich hier ja in der Konsole sagen $Video.
create.html von dieser URL, wobei diese URL im finalen Status oder in der finalen Version dieser Bibliothek dann nicht mehr funktionieren wird, aber das ist ja nur ein Test hier. Und das gibt uns tatsächlich unser YouTube-Video-Node. Und dieses YouTube-Video-Node gibt uns dann Zugriff auf die verschiedenen Elemente in der HTML-Seite. So, und damit wäre es das auch schon wieder mit diesem Video. Wir haben jetzt diese HTML-Struktur hier nachgebaut. Das heißt, wir können die quasi fast schon wieder löschen, allerdings noch nicht ganz, weil wir werden uns im nächsten Video hier erstmal anschauen, wie bekommen wir das Teil überhaupt auf die HTML-Seite drauf, was nicht so schwierig sein sollte. Dann, welche Kriterien müssen diese URLs hier erfüllen und was können wir an diesen URLs verändern, ohne das eigentliche Video zu modifizieren. Und dann noch kommt später, wie wir diese Sachen für Width und Height noch modifizieren können. Und das ist dann auch der Abschluss von dieser kleinen YouTube-Video-API. Aber gut, das kommt alles erst in den nächsten Videos. Dieses Video ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, man hat alles verstanden, was erklärt wurde. Sonst einfach nachfragen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.